habe ich euch gesagt. Das ist viel besser, als immer nur drin zu hocken. Und Tiger hat wohl auch Lust auf einen Spaziergang. Hör auf, uns nachzulaufen, Tiger. Husch, na los, lauf jetzt heim. Hier draußen könnte er sich ganz leicht verlaufen. Aber Tiger hat einen ausgezeichneten Orientierungssinn, Sarah. Der verläuft sich schon nicht. Wie weit müssen wir denn noch gehen, bis wir da sind? Wir sind kurz vorm Ziel, James. Da ist er. Der alte Brunnen. Wow! Hallo, ist jemand zu Hause? Er ist zwar ausgetrocknet, aber seine magischen Kräfte hat er immer noch. Wenn ihr eine Münze hineinwerft, dann wird der Brunnen euch einen Wunsch erfüllen. Ach Unsinn, wie soll denn ein Brunnen einen Wunsch erfüllen? Also ich glaube jedenfalls daran. Und vielleicht erfüllt sich euer Wunsch ja auch, wenn ihr ganz fest daran glaubt. Hier, bitte. Eine Münze für dich und eine Münze für dich. Lass das! Oh, Tiger. Ich wünschte, er würde endlich aufhören, Vögel zu jagen. Ich wünsche mir, dass Tiger endlich damit aufhört, andauernd arme, hilflose Vögel zu jagen. Jetzt du, Sarah. Du kannst dir wünschen, was du nur willst. Na gut. Ich wünsche mir, dass ich mal eine Prinzessin werde. Was für ein doofer Wunsch. Na und? Er geht doch sowieso nicht in Erfüllung. Vielleicht ja doch, Sarah. Das kann man vorher nie wissen. Oh, ich bin dran. Ich wünsche mir, dass ich nicht den ganzen langen Weg zurücklaufen muss. Sieh nur, da kommt Jupiter angefahren. Das ist Onkel Sam. Da muss ein Feuer sein. Schnell, das sehen wir uns an. Au ja. Sicher jemand gegrillt und hinterher das Feuer nicht richtig gelöscht. Ja, scheint mir auch so. Gut, Elvis, Wasser abstellen. Das Feuer ist jetzt unter Kontrolle. Schon passiert. Das ist ja noch mal gut gegangen. Hi, Onkel Sam. Ja, hallo, James. Was machst du denn hier draußen? Wir gehen spazieren mit Mom. Sie hat uns was gezeigt. Ein Zauberbrunnen. Klingt ja spannend. Ein toller Tag für einen langen Spaziergang. Ja, ich weiß, aber könnte ich nicht vielleicht mit dir, Elvis und Jupiter da zurückfahren? Von mir aus gern, James. Ja! Yeah! Mein Wunsch hat sich erfüllt. Ich muss nicht zu Fuß nach Pontypandy. Bis nachher, Prinzessin. Siehst du, der Brunnen kann also tatsächlich zaubern. James' Wunsch wurde erfüllt. Das ist doch Unsinn, Mom. Glaubst du wirklich, dass ich später mal eine Prinzessin werde und dass Tiger aufhört, Vögel zu jagen? Wo ist Tiger? Tiger, wo steckst du, kleiner Schmusekater? Keine Sorge, Sarah. Tiere mögen Feuer nicht besonders. Wahrscheinlich ist er einfach schon nach Hause gelaufen. Tiger! Tiger! Tiger? Nein, den habe ich seit heute Morgen nicht gesehen. Oben konnte ich ihn auch nicht finden. Und unten im Keller ist er auch nicht. Er treibt sich wahrscheinlich einfach nur rum. Ihr kennt ihn doch. Aber um sicher zu gehen, sollten wir vielleicht doch Feuerwehrmann Sam anrufen. Tiger! Tiger! Miau! Miau! Tut mir leid, Gwendolyn. Keine Spur von einem blinden Passagier im Löschfahrzeug. Mit uns ist er also nicht zurückgekommen. Aber er muss doch irgendwo sein. Aber sicher, Gwendolyn. Wir halten die Augen nach ihm auf. Er taucht sicher wieder auf. Stellt ihm doch was zu fressen raus. Tiger! Tiger!
Miets, Miets, komm, mein kleiner Rumtreiber. Ist er aber nicht. Ich hätte dir niemals glauben sollen. Ach, Sarah, wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Tiger ist schon oft weggelaufen und er ist immer zurückgekehrt. Komm, lass uns nach Hause gehen. Wenn wir Glück haben, wartet er ja dort schon ganz ungeduldig auf uns. Ein Glückspfennig! Ich wünsche mir, dass mein Tiger zurückkommt. Tiger! Mom! Mom! Es hat wirklich funktioniert! Tiger ist im Brunnen! Tiger? Schnell, Mom! Ruf Feuerwehrmann Sam! Oh, Tiger im Brunnenschacht! Oh. Gwendolins Kater Tiger ist in den Brunnenschacht gefallen. Verständigen Sie die Bergwacht, Sir. Tom soll den Geländewagen nehmen. Dass die Bergwacht bereit ist, auch einen Kater zu retten, Tom. Aber klar doch, die Bergwacht ist eben nicht nur für Menschen gedacht, Gwendolyn. Da sind sie schon, Penny. Hallo, Penny, hallo, Sam. Hallo, Tom. Hi, Tom. Wir brauchen eine Winde zum Runterlassen, Tom. Kommt sofort, Kumpel. Okay, Tom. Ist ja der kleine Ausreißer. Okay, Penny. Okay, Sam. Armer Tiger. Oh, was für ein Glück. Tiger, wo willst du denn jetzt schon wieder hin? Armes Ding. Nach der ganzen Enge da unten muss er sich wohl erst mal die Beine vertreten. Mein Wunsch scheint sich auch erfüllt zu haben. Tiger hat gelernt, keinen Vögeln mehr nachzujagen. Du hattest wohl doch recht, Mom. Das ist wirklich ein Zauberbrunnen. Dann werde ich vielleicht doch noch irgendwann eine Prinzessin. Wer weiß. Prinzessin Sarah. Klingt gut. Hast du dir. Denn er ist in Brand. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht. Sam hilft dir in der Not.